Moin Moin Freunde von Searchborn und Co. Hier ist wieder Spielverliebt auf Spielverliebt TV. Ja, nach einer langen Suche habe ich endlich den Boss gefunden. Die Map ist wirklich groß. Und der Boss ist echt zum Kotzen. Der frisst so die Ausdauer. Oder je nachdem, wie er gerade drauf ist. Sagen wir mal so. Kann es dazu kommen, dass er permanent eine Attacke spawnt und dann verliere ich zwangsläufig Ausdauer. Ob ich ausweiche oder blocke, beides verbraucht Ausdauer. Auf geht's. Iltis oder was das ist. Scheiß schnelles Viech. Okay, auf geht's. Bäume, an denen man klebt. Das ist auch echt. Und eine Vorliebe, wie bei Rotwellen. Er hält sich gerne in Ecken auf. Das ist auch richtig ätzend. Ahnung, wer ist der Richtige? Rate mal mit Rosenthal. So, ja. Das sage ich jetzt oft in meinen Videos in letzter Zeit, aber ich habe wirklich auch Glück mit der RNG gehabt. Der hat so bisch. Wenn ihr Pech habt, spawnt der immer die eine Propellerattacke die ganze Zeit und ihr steht dann da, müsst ausweichen, verbraucht. Wenn ihr denn vorher einen Hit bekommen habt oder zwei und ihr im Ausdauerdefizit seid, ist es richtig ätzend.
Wenn ihr Ausdauer, wenn ihr ausweicht, der Propellerattacke, verbraucht ihr Ausdauer. Wenn ihr blockt, verbraucht ihr auch Ausdauer. Ihr steht da und brustet durch. Und hofft, dass ein bisschen Ausdauer wiederkommt, wenn er die wieder propellert. Und so geht das denn die ganze Zeit. Schlecht durchdacht, muss ich leider sagen. Ihr könnt euch ja denn, weil ihr ja keinen Move macht, ihr könnt euch ja den Impuls wiederholen, wenn ihr geschlagen habt. Aber ihr schlagt ja denn in dem Moment nicht. Ihr steht da und pustet permanent durch. Und das erkennt auch das Programm, wenn ihr im Ausdauerdefizit seid. Dann, da war ich deshalb, sah es jetzt so easy aus, weil ich in dem Bereich nicht war. Das erkennt das Programm und dann fördert es genau diese extremen Attacken, die euch die Ausdauer wegfressen und euch die ganze Zeit dann nur durchpusten lassen. Sei es drum, er ist geschafft. Ich hoffe, da kommt noch mehr. Warte mal, das gucken wir gleich mal. Sichelspeer, lila. Nice. Seelenkern. Ja, boah. Okay, Leute. Ja, die Demo ist wirklich, selbst wenn es das nur gewesen ist, groß. Das Gebiet ist riesig. Ich hoffe, du verlässt die Mission und kehrst zum Ausgangspunkt zurück. Ich hoffe, da kommt jetzt noch mehr. Das wäre klasse. Das wäre wirklich klasse. Das Gebiet ist schön groß. Nioh hatte ja den Schwachpunkt Nioh 1, dass manche Gebiete wirklich klein waren. Manche waren auch größer. Also ich hoffe, in Nioh 2 gibt es mehr Maps, die wirklich größer... Oh, da kommt tatsächlich noch was. Die mysteriöse Burg einer Nacht. Und siehe, eine Burg erbaut in einer einzigen Nacht. Das beweist die Macht von Koruku und den Kaimaitachi. Aber ohne dich hätte ich nie ihre Unterstützung erhalten. Da hatte ich wohl echt Glück, dich als Partner zu bekommen. Mit dieser neuen Basis können wir den Hauptsitz des Feindes angreifen. Die Burg Inabayama. Lass uns das gleich, Fürst. Ich lass die Namen melden. Aber denk daran, den Ruhm zuzusprechen. Damit ist ihm Fürst wieder gewiss und wir lenken keine... Was ist, Anja? Ich mache gerade eine Aufnahme. Ach, Kelly, eine kleine Katze kommt gerade. Damit ist ihm Fürsts Gunst wieder gewiss und wir lenken keine unerwünschte Aufmerksamkeit von den anderen auf uns. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Okay. Ich habe eine lila eine Locke bekommen als Belohnung. Bogen, ja, spiele ich sowieso kaum. Also ich weiß gar nicht, gegen den Boss so schnell wie der ist, ob das da überhaupt Sinn gemacht hätte, überhaupt mit Bogen. Dann haben wir da oben links, das ist glaube ich nochmal eine Glewe, ne? Ja, nice. Nehmen wir doch gerne mit. Die Seelenkerne wurden nach Verlassen der Mission gereinigt und können eingestimmt werden. Ja, ich habe so eine Todesraupe. Die ist ganz witzig. Die habe ich jetzt gar nicht eingesetzt. Das zeige ich euch vielleicht im anderen Video mal. Okay, schwacher Angriffsschaden. Plus 1% KI-Verbrauch. Oder Ki heißt es ja in dem Ansturm. Ja, gut. Ja. Okay. Ja, mach ihn anderen mal. Mit meiner Raupe bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich will einfach mal hier, muss ich den jetzt einstimmen? Nein, will ich gar nicht. Wie komme ich jetzt? Achso. Hier raus. Auf die Map. Folgende Funktion wurde im Verwandeln-Menü freigeschaltet. Okay. Ja. Du kannst das Zeichen des Dämonenjägers im PlayStation Store erhalten. Okay, jetzt aber nicht. Gut, alles klar, weiß ich Bescheid. Ist das eine Mission jetzt, oder wie? Oder doch, ich mache es doch jetzt im Store, bevor ich das nachher nicht finde. Laden wir mal runter. Ja, okay, dann mache ich... Okay, das ist... Das sehe ich mir mal vor. Okay. Ja. Soweit, so gut. Es scheint denn ja noch mehr zu geben. Da tauchte auf jeden Fall mindestens ein neues Gebiet auf. Das andere war die Schriftrolle. Es kann natürlich auch der hier Schmied sein oder so. Keine Ahnung.
Weil eine Area scheint es auf jeden Fall noch zu geben. Das werde ich jetzt in Erfahrung bringen und dann geht's weiter. Bisschen Zeit habe ich ja noch. Bis zum 10. läuft die Demo noch. Vielleicht knacke ich den Boss ja von dort auch. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine Dodge-Pille wird. Der war schon widerlich. Ihr könnt gerne auch mal andere Videos gucken. Der hat einiges drauf. Der hat auch, der ruft auch zwei Helfer manchmal. Hat er bei mir gar nicht gemacht. Das ist ganz gut. Sozusagen ein paar Double und die fegen da lang. Und da bringt es euch auch nichts, wenn ihr an ihm dran bleibt, weil die irgendwie dann in ihn reinschießen. Das ist wirklich dann besser, auf Distanz zu gehen, glaube ich. Aber das ist dann nervig. Und wenn er das spawnt, die ganze Zeit, die zu rufen. Boah, widerlich. Bye bye und auf Wiedersehen.